Du hast ein Startkapital von 3.000 Euro und legst es bei einfachen Zinsen von 1,5% an. Frage: Wie viel Geld wirst du nach 5 Jahren besitzen? Zuerst schreiben wir alles auf, was angegeben wird. Angegeben wird hier das Startkapital C0, der Prozentsatz P liegt bei 1,5 und die Anzahl Jahre klein n ist ebenfalls angegeben. Jetzt schreiben wir auf, was gesucht wird. Gesucht wird das Kapital nach 5 Jahren, also C5 ist wie viel? Da es sich hier um einfache Zinsen handelt, nutzen wir die entsprechende Formel, in der wir alles einsetzen, was angegeben ist. Und somit stoßen wir auf diese Rechnung. Diese Rechnung geben wir dem Taschenrechner ein, also 3.000 mal, jetzt Klammer auf, 1 plus 5 mal Bruch, der Zähler ist 1,5, Kursortaste einmal nach unten, der Nenner ist 100. Kursortaste einmal nach rechts, wir schließen die Klammer und im Display steht die Rechnung genauso, wie sie hier angegeben ist. Die Ist-Taste liefert die Antwort und diese Antwort übertragen wir hierhin und somit wissen wir, dass das Kapital nach 5 Jahren auf 3.225 Euro angewachsen sein wird. Und die Übung ist beendet.